Die Waffe weg! Dann muss ich jetzt hier weglaufen. Oh. Hier unter Beschuss. Ich kann da jetzt leider gar nichts machen, außer abzuhauen. Weil ich einfach keine Chance gegen den Mistkerl habe. Oh, das ist ja wirklich nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Na gut. Früher wäre das ganz anders gewesen. Dann mal weg hier. Ich kann mich jetzt nochmal an den Blutfliegen versuchen. Fällt mir jetzt mal ein. Und denkt nicht, dass ich jetzt hier kusche, ne? Wir kommen dann nochmal zurück und dann kriegt er aufs Maul. Aber im Moment ist der einfach nicht machbar für uns. Ihr habt es ja gesehen. Zwei Schüsse, dann bin ich tot. Und im Nahkampf sieht das nicht viel besser aus. So, hier haben wir die erste Blutfliege. Zack. 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 Jetzt treffe ich sie nicht. Okay. Ja, wunderbar. Jetzt kommen sie gleich alle angerannt, ne? Boah, ich kotze. Wieso mache ich mit meinem Bogen immer noch so unglaublich wenig Damage? Na, nee. Jetzt, da kommt noch eine. Sehr schön, down ist das Mistviech. Ich muss was essen. Ich hab aber nix. Komm, dann trinke ich mal ausnahmsweise einen Trank. Speichern. Jetzt können wir denen übrigens auch die Stachel entfernen. Das heißt, die bringen jetzt sogar einigermaßen Geld. Die Mistviecher. Komm her. Wo will denn das Mistviechchen? Komm hier hin. Ja, getroffen. Das ist echt... Ich habe echt gehofft, ich mache den mehr Damage. Aber das ist ja fast gar nicht mehr als vorher. Da sind immer noch so viele Scheißviecher. Getroffen. Oh, jetzt sind sie wieder alle hinter mir her. Okay. Jetzt ist er weg. Aber die regenerieren keine Leben. Und daher kann ich das so durchaus machen. Komm her. Na, komm schon. Treffer. Nein, doch, kein Treffer. Jetzt aber. Und jetzt verfolgen sie mich wieder. Und jetzt sind sie wieder weg. Aber der bleibt hier. Sehr schön. Ja. Genau so will ich das sehen. Ihr seht es aber auch. Die bringen 70 EP. Das ist eine verdammt große Menge. So, dann kann ich jetzt hier in Ruhe speichern. Zurück ins alte, ins neue Lager können wir jetzt leider noch nicht, weil wir sind einfach nicht stark genug. Ich muss mir auch unbedingt neue Pfeile kaufen. Sehr schön. Das Mistviech ist auch down. Gut. Dann haben wir hier noch hinten noch eine ganze, ganze Menge an Scavengern. Mal gucken. Wie leicht wir die jetzt hier besiegen. Scheibenkleister. Ich hatte gehofft, ich hatte so sehr gehofft, dass zwei reichen. Aber zwei Schuss reichen anscheinend doch nicht. Okay. Ja, wunderbar.
Hat doch geklappt. Ein bisschen Schwein, aber das ist ja nicht verboten. Und das sind richtig dicke EP, die wir hier gerade abstauben. Insgesamt jetzt bestimmt auch schon wieder 1000. Okay, was haben wir denn hier jetzt noch Schönes? Erstmal speichern. Klingt ja noch nach weiteren Blutfliegen. Hier haben wir erstmal eine ganze Menge Grünzeug. Nehme ich alles mit. Ein Steg. Hier ist aber gar nichts. Auf der anderen Seite könnten noch Blutfliegen sein. Oder Schlimmeres. Da muss ich dann gleich auch nochmal vorbeigucken. Und was ist in der Hütte? Hier ist erstmal eine Fackel und ein Krug. Könnte so eine Art Fischerhütte sein. Hier haben wir ein Sklavenboot. Wenn die Pilze schon in der Hütte wachsen, dann kann hier irgendwas nicht ganz richtig laufen. Okay. Ich hätte gehofft, hier ist irgendwie ein Bett oder sowas, wo ich mich ausruhen kann. Ist es aber leider nicht. Ach, jetzt ist die Kamera aber hier gerade wirklich ein bisschen beschissen. So, raus hier. Warane. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen. Ich versuch's. Ich versuch's, aber ich weiß es nicht. Vielleicht mit ein bisschen weglaufen. Jo, die schaffen wir. Tatsächlich. Oder das war gerade ein Crit. Das ist natürlich durchaus möglich, aber jetzt erstmal weglaufen. Nein, 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 nein. Scheiße. Hätte ich mal gespeichert. Aber die packen wir. Die packen wir. Okay, zielen. Schuss. Na, ich bin nicht nah genug dran. Jetzt aber. Ach, leck mich doch. Leck mich doch. Nee, das wäre mir jetzt zu blöd. Also ich bugge mich jetzt hier nicht durch. Bis ich die da besiegt habe. Ich werde mich erst noch ein bisschen weiterentwickeln. Die sind einfach zu stark noch im Moment. Mit ein paar Tricks sind die machbar. Aber ich habe es im Moment einfach nicht so sehr nötig. Das einfach kostet viel zu viel Zeit, mich da jetzt großartig aufzuhalten. Habe ich die Scavenger hier schon alle ausgenommen? Ja. Habe ich... Ich dachte gerade, da unten wäre noch ein Scavenger, aber das war irgendwie nur eine helle Stelle am Felsen. So, ja. Da sind Blutfliegen. Lege ich mich mit den Blutfliegen jetzt nochmal an? Das ist die Frage. Ich denke mal ganz klar ja, weil so stark sind die nicht. Habe ich gesagt, so stark sind die nicht? Das Problem ist einfach, die kommen gleich alle zu dritt, ne? Und das ist es. Ja. Jetzt nur eine. Nur eine. Scheiße! Scheiße, scheiße! Ich muss was essen. Ich kann ja nicht sein, dass ich mit einem Schlag hier schon immer umkippe. Wo ist was zu trinken? Fuck, fuck. Fuck. So, jetzt nochmal richtig hier. So viel Glück wie gerade werde ich wahrscheinlich nie nochmal haben. Dass ich eine bekomme, die sehr abseits ist. Ich werde mich mal hier hinstellen.
Okay. Die hätte ich eigentlich jetzt gerade treffen müssen. Weg, 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 weg. Das war übrigens ein Crit. Okay, die ist da einfach stehen geblieben. Und jetzt bewegt sie sich nicht. Ach, ich brauche echt viel zu viele Schüsse. Der Bogen ist echt nicht so knorke. Und das ist schon ein Reiterbogen, ne? Also. So, letzte Scheiße hier. Mann, 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 Mann. Und dort hinten sind Mordorets. Wie viele Viecher sind denn hier in der Gegend? Es ist ja unfassbar. Aber hier sind wir richtig. Dort hinten müsste die Mine sein. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Mordorets hier. Denn die möchte ich hier nicht zurücklassen, ohne die vorher erledigt zu haben. Ich meine, den Mordred treffe ich, ne? Zack. Zack. Eins, zwei. Drei Schuss brauche ich, wenn er es nicht krittet. Das ist nicht besonders gut. Das, obwohl ich echt schon 25 Geschicklichkeitspunkte habe. Oder verwechsel ich da was? Ich glaube aber, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geschicklichkeit den Schaden von Armbrüsten erhöht. Bögen erhöht. Von Armbrüsten müsste eigentlich auch der Fall sein. Weil du in Gothic 1 für Armbrüste auch noch Geschicklichkeit brauchst. So haben sie dann erst in Gothic 2 geändert. Oh, da sind noch mehr. Da sind noch mehr Scavenger. So, auf Einhandwaffe wechseln und... Zack, 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 zack. Mann, 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 Mann. Also die der Wechsel von Fernkampf auf Nahkampf ist echt ein bisschen beschissen in diesem Spiel. Aber wahrscheinlich auch so beabsichtigt. So. Da hinten sehen wir schon rechts hinter den Felsbrocken den Eingang zur Mine. Oder? Ja. Mal gucken, eigentlich müssten hier zwei Templer davor stehen. Jedenfalls manchmal. Die patrouillieren zwischen dem Sektenlager und der Mine hier. Aber ich glaube, sie sind heute gerade nicht da. Zu der Uhrzeit sind sie jedenfalls nicht da. Na gut, kann ich die Winde eigentlich benutzen? Ja, kann ich. Und da hinten geht dann das Tor zu. Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Gut, Leute. Dann mache ich hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir machen im nächsten Part weiter und dann gucken wir uns mal in der Mine um. Bis dahin. Ciao.